Schön, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute nehme ich euch einfach mal mit in den Stall. Nur davor muss ich erst noch Englisch fertig machen für die Schule und da was abschicken. Und genau, das muss ich jetzt erst machen, aber danach geht es auch schon direkt in den Stall. So Leute, ich bin jetzt fertig mit Englisch, deswegen würde ich mal sagen, dass wir mir ein Outfit aussuchen. Und genau, die Kila braucht heute kein Outfit, weil ich mit dem Fahrrad fahre und das ist dann ein bisschen unpraktisch. Und genau deswegen, ich habe auch noch im Stall ein paar Schabracken, deswegen wird das für heute auch einmal gehen. So Leute, ich habe mir jetzt ein Outfit ausgesucht und zwar will ich einfach diese Sachen hier anziehen. Und genau, weil ich eine graue Schabracke drauf machen werde und dann passt das eigentlich ganz gut. Ist relativ schlicht, aber ja, genau. Das werde ich jetzt erstmal anziehen. So Leute, ich habe jetzt hier die Sachen und ich mache jetzt mal schnell einen Outfitwechsel. Und genau. So Leute, die Übergänge waren natürlich mal wieder perfekt. Aber genau. Ich bin jetzt auf jeden Fall angezogen und werde jetzt auch eigentlich schon gleich in den Stall fahren. Beachtet wirklich nicht mein Zimmer. Das sieht einfach nur schrecklich aus. Aber ja. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall werde ich jetzt gleich losfahren. So Leute, kurzer Outfit-Check. Ich habe mir jetzt doch noch den Pullover über das Funktionsshirt gezogen, weil es, glaube ich, doch dann zu kalt war, weil ich ja auch noch draußen reite. Und ja, genau. Die Socken sind von, keine Ahnung was. Die Hose ist von Spooks, die Jacke ist auch von Spooks, das ist die Wendejacke. Das Stirnband ist auch von Spooks. Der Pullover ist ja kein Reitpullover, aber keine Ahnung, wovon der ist. Also der gehörte ursprünglich auch eigentlich meiner Mutter. Das Funktionsshirt habe ich von der Equitana, da weiß ich aber gerade auch nicht die Marke. Aber auf jeden Fall habe ich heute sehr viel Spooks an. Aber ja, auf jeden Fall ist das mein Outfit of the day. So Leute, auf jeden Fall gehe ich jetzt los. Ich habe mir noch eine Banane geschnappt, weil sie liebt einfach Bananen über alles. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los. So, dann habe ich sie auch schon geholt und fertig gemacht. Da stand sie dann auch schon. Habe ich ihr auch eben die Decke abgemacht und bin dann zum Waschplatz gegangen, denn sie hatte ganz schön dreckige Beine und dann habe ich die Beine noch erstmal abgespritzt. So, als dann die Beine einigermaßen sauber waren, habe ich sie dann auch schon angefangen zu putzen. So, als ich sie dann fertig gemacht hatte, bin ich dann auch schon mit ihr ab zum Reitplatz gegangen. Schon warm und leider kann ich jetzt nicht so viel filmen, weil meine Mutter nicht dabei ist, aber ich mache es, also ich versuche so viel wie möglich zu filmen und genau, wir gehen jetzt hier schon mal einen Schritt. Ich drehe jetzt zum Schluss noch eine kleine Runde mit ihr, so eine Puddingrunde und ja, dann hat sie es auch richtig gut gemacht für heute und damit ich sie nur noch absetze und
sie absatteln und ihr noch Futter geben. Und dann ist sie auch schon fertig und ich bin auch fertig. Ich bin jetzt fertig im Stall. Ich habe sie eben noch gefüttert. Und ich würde sagen, ich beende dieses Video an dieser Stelle auch. Und genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und genau, tschüss.